Hallo Leute, ihr habt ja bestimmt auch schon mitgekriegt, dass wir in letzter Zeit Heroes Hero leider sogar ein wenig vernachlässigt haben. Oh ja. Und Operation X wirklich in den Vordergrund gestellt haben. Oh ja. Und wir wollten einfach mal schauen, wie es in den paar Wochen oder ich weiß nicht, wie lang es jetzt genau war. Ich glaube ganz ehrlich, wir haben die letzten 4 Wochen kaum Heroes Hero, aber sehr viel Leute, Operation X gespielt. Ich werde an Halloween werde ich wieder richtig abgehen. Also da werde ich richtig... Ab Halloween fange ich wieder an. Du gehst ab als okay. Ja, ich fliege. Was denkst du? Ciao! Okay, wir haben was heute vor, Luke. Also wir wollten einfach mal schauen, wie es unseren Charakteren so gegangen ist. Und unseren HZ-Charakteren. Mir fällt übrigens gerade was auf, was mir noch nie aufgefallen ist. Hier beim Bringensbildschirm steht Keep Out, also draußen bleiben. Aber bei uns müsst ihr nicht draußen bleiben, sondern ihr könnt reinkommen und wir schauen doch gleich mal, was mit unserem Luke. Eins passiert ist und ja, wir haben es auch gesehen. Wir genau haben kein Team und keine Booster, weil aber zu Recht sind wir rausgeflogen, weil wir Wir sind aus dem Team geflogen, wir sind aus dem Team, wie hieß unser Team? Veto 0 geflogen. Wir wurden aber... Darf ich kurz was trinken? Du darfst und du musst etwas trinken. Und in der Zwischenzeit kann ich sagen, wir wurden sehr nett, kann man sagen, aus dem Team geworfen, weil wir leider vergessen hatten, uns kurz abzumelden und schwuppdiwupp saßen wir vor der Tür. Das war gerade so ein bisschen wie in so einem Mr. Bean-Film. Er redet so und ich schmeiße das Glas um, fange es unten auf und stelle ich es wieder hin und fix. Mit einem Flickflack, muss ich dazu sagen, hat er es aufgefangen, was man natürlich jetzt auf dem Video nicht sehen kann. Verdammt, keine Facecam! So, wie sieht's aus? Wir haben kein Team und keine Booster. Wollen wir es mal schnell ändern? Wir sollten, naja gut, also was auf jeden Fall wichtig ist, sind Fähigkeitsbooster. Was wollen wir machen? Ja, plus 50%, please. Aber bitte das Geld nicht verschwenden. No, we don't. Okay, das reicht jetzt, glaube ich, erstmal. Okay, pass auf, wie sieht's denn aus? Das ist bei Luke 1. Wir haben also kein Team. Wir mal, sind hier wir auf haben. Server 6. Wir haben die eine oder andere Einladung erhalten in ein neues Team. Wir haben, um ehrlich zu sein, aber noch nicht reingeschaut. Mach's auch gleich mal wieder aus. Wir haben noch nicht reingeschaut, wir haben uns noch nicht entschieden. Schreibt uns mal, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare, was wir tun sollen. Ich hab noch was Gutes. Ja. Leute, was sagt ihr? Sollen wir bei Heroes Hero weitermachen, ja oder nein? Was sagt ihr? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, das würde mich nicht gerade interessieren, was ihr sagt. Wir sind ein bisschen hin und her gerissen, ne? Heroes Hero weitermachen. Ja, also bei Halloween spiele ich auf jeden Fall, weil da gibt es so coole Outfits, da gibt es einen Dracula-Umhang, da gibt es alles, das ist so cool. Aber ich glaube, wir machen weiter. Also ich mache auf jeden Fall weiter bei Luke 1. Dann mache ich auch weiter. Und außerdem hier... Wenn der Luke weitermacht, mache ich auch weiter. Ja. Du hast noch 196 Donuts. Die dürfen ja wohl auch nicht schlecht werden, oder? Die sind schon voll vergammelt bestimmt so. Aber jetzt waren wir schon sehr lange nicht mehr. Was hat sich denn getan? Wie sieht's denn in der Top-10-Liste aus? Können wir mal bitte schauen? Erstmal, wo stehen wir denn selber? Oder warte, Top 10. Wir erst. Okay, stehen auf Platz 448, na immerhin noch Top 500. Aber ich möchte den Kuhschlups-Clan, den Namen finde ich so knuffig. Kuhschlups-Clan? Ich finde den Namen so knuffig. Ja, aber wir bewerben uns jetzt nirgendwo. Wir schauen mal, ob wir irgendwo unterschlüpfen können. In einem Team. Oh Gott, schau mal, was wir hier das haben. Das sich freut, dabei zu sein. Gut, wir sind gar nicht lange nicht mehr groß online. Ich glaube, wir könnten relativ easy jetzt in der Erde... Auf der Stufe sind wir ziemlich weiter. Wie weit sind wir in der Stufe? 255, hey, immerhin. Das freut mich. Also, Stufe 255. Ich glaube, ich mache auch in Zukunft wieder ein bisschen Energie. Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt eh noch eine Woche frei und von dem her kann ich... Schau mal, Top 10 bitte, Top 10, please, Top 10. Drück du. Top 10, wie sieht's aus in den Top 10? Nein, schau mal, du musst immer da drücken und ich darf. Alles klar. Nummer 1, 262. Kenn ich gar nicht. Nee, warte, das ist jetzt Ehre. Geh mal auf Stufe, bitte, Stufe. 265, Gersti. Gersti. Oh, der sieht so ein bisschen aus wie aus Schweigen der Lämmer, oder? Wer ist Schweigen der Lämmer? Schweigen der Lämmer. Hannibal Lecter, das kannst du noch nicht kennen, Junge. Sei froh. Okay. Leute, mir fällt auch noch nebenbei so eine ganz coole Aktion ein. Oh, schau mal, ist übrigens. Warte mal, hier gibt es so Oktober. Stimmt, diese Woche ist Oktoberfest. Und es gibt auch Items. Woche. Oh, da möchte ich jetzt mal kurz blättern, weil ich möchte schauen, ob wir so ein Oktoberfest. Okay, schau mal, ob es irgendetwas Oktoberfest-mäßiges gibt für uns. Oh, da gibt es was Cooles. Was ist das hier? Plus 11. Jesus, aber lass ja erstmal schauen, was es noch alles gibt. Minus, plus. Ja, könnt ihr gut gebrauchen, bitte. Ist okay, wenn wir jetzt ein bisschen blättern. Ja, ich habe jetzt gerade Ja. Plus 4 Kraft. Oh, nee, komm. Let it be. Oh, das plus, ja, das sollten wir nehmen. Ja, das sieht aus mir schiffig aus. Wollen wir noch Oktoberfest? Ja, bis wir ein Oktoberfest-Item kriegen. Wir brauchen ein Oktoberfest. Ja, das haben die Heroes Hero-Leute jetzt aber gehört.
Hey, wir geben Ihnen Coins, dann müssen Sie viele Donuts vermampfen. Was ist das hier? Ah, nee, Kraft. Nee, so viel Kraft brauchen wir nicht. Ich bin gerade ganz still. Too much Kraft. Okay, einmal noch. Was ist denn jetzt hier mit Oktoberfest? Ich bin mittlerweile total an Operation X gewöhnt, dass man verschiedene Sachen wählen kann mit Waffen und Ausrüstung. Können wir bitte den Umhang umnähen? Ich finde nichts Besonderes. Der sieht irgendwie ziemlich scheiße aus. Ja, danke. Okay. Welchen nehmen wir? Golden Escape. Das sieht eigentlich aus wie ein gelbes Cape. Okay, mach das. Golden Escape ist cool. Wenn es dir gefällt, dann mach es bitte. Wir haben ja aber noch andere Charaktere, die wir eigentlich auch besuchen wollen. Zum Beispiel Luke 111 und Hank 1 werden wir auch wieder besuchen, der Charakter vom Hank. From the Hank. Oh, komm, noch einmal blättern. Ich möchte es schon. Okay, noch einmal blättern. Wie sieht's denn aus? Okay. Ich glaube, die Macher von Operation. Plus 10, was ist das? Alles nur auf Kraft. Komm, wir machen es und wir packen es in die Waschmaschine. Ein plus 10 Item sollte man doch mitnehmen, okay. Trotzdem finde ich mittlerweile Kraft wichtiger. Nee, also eine Schutzkillung. Die ist besser, die würde ich mal lassen, die ist besser. So, jetzt pass mal auf, jetzt machen wir eine Sache. Okay, wir sind ja aus unserem Team Veto 0 geflogen. Mal schauen, unser Team müsste jetzt ja eigentlich auf Nummer 1 stehen. Nachdem wir ihm auf dem Weg zur Weltherrschaft im Wege standen, wo stehen sie denn? 10. Auf Platz 10? Ich glaube, okay, geh noch mal ganz kurz rein, bitte Team anzeigen. Elione, sehr nett übrigens. Sehr nette Chefin trotz alledem. Muss den Laden ja auch irgendwie zusammenhalten. Boah, schau mal hin. 6000. Condi-Equipment an. Okay, schau noch mal ganz kurz. Smile for YouTube, der ist sehr nett, der Typ auch. Smile for YouTube. Oh ja, wir grüßen dich. Könnt ihr auch mal drauf schauen. Wir grüßen dich. Und schau noch mal ganz kurz Durchschnittslevel des Teams bitte. Hier unten, Durchschnittslevel. 219. Ach du meine Hacke, okay. Nach Halloween sind wir 300, ja, da werde ich so unglaublich powern. Ja, aber wir den schau mal, Zauberkürbis finden. Nee, wirklich, wenn du wiederkommst, dann wirst du nicht glauben, was ich gemacht habe, okay? Mhm. Ich möchte, dass du dann eine Woche lang nicht reinschaust, das mache ich dann alles. Ich glaube schon, ich jetzt power dann richtig. Aber wir fliegen jetzt mal, um bei Halloween zu bleiben, weiter auf Server 5 und was da passiert, das seht ihr gleich. Da. So, dann sind die hungrigen Löwen auf der Hero-Suche jetzt auf S5 angekommen. Wo sind wir jetzt? Auf S5? Auf S5. Ah, genau, ich sehe ja hier im Fight Club. Team of the Teams. Also ich liebe dieses Team. Ich überlege gerade, auf welchem Charakter ich das Halloween machen soll. Luke 111 oder 1, was sagst du? Keine Ahnung, worauf du Lust hast. Ich würde, um ehrlich zu sein, ich würde auf Luke 1 gehen. Mhm. Wir sind auf Stufe 217. Ist es okay, wenn ich ein bisschen was am Aussehen von Luke 1 ändere? Du so kleine Sachen. Okay, danke. Das ist dein Charakter, das machen wir so meist. Aber tu mir einen Gefallen. Wir waren jetzt gerade eben auf Server 6. Da war der höchste 265. Ich möchte gerne wissen, wo der höchste jetzt hier steht. Ja, schön. Wo steht der höchste hier? Gehen wir auf. Wo stehen wir jetzt? Wo stehen wir? Nee, lass mal. Nee. Doch. Lass mal. Und 311. Alter, Mr. Schönsten, 311. Ich werde nicht mehr. Das ist ein geiler Helm. Das sieht aber echt chef aus. Oh, fast 10.000 Condi. Alter, das ist ein Condi-Equipment. Hochziehen. Für mich ist ja Mr. Schönsten einer, wenn nicht vielleicht sogar der Beste. Ich finde den so cool. Boah, und, Alter. Ich grüße ihn, auch wenn ich ihn schon 5.000 Mal gegrüßt habe. Oh, schon, wir haben genau eine Million. Haben wir, okay. Ja. Und wir haben irgendwie offensichtlich eine Heldentat. Kannst du mal bitte schauen? Teamkämpfe gewonnen. Eine Belohnung gibt es. -3. Oh ja, kann man verkaufen. Wir haben übrigens, also nur weil wir nicht online waren, wir haben uns trotzdem fast jeden Tag zu den Teamkämpfen gemeldet. Das machen wir natürlich schon. Und beim Fight Club sind wir noch dabei und freuen uns auch noch viele Jahre mit dazu zu gehören. Jahre, denkst du wirklich? Ja, natürlich. Was denkst du? Einmal Hero Zero, immer Hero Zero. Ich habe eine Frage. Wann denkst du, kommt der 10. Server raus? Ich sag mal 2015. Warte mal, momentan ist S6, oder? Ja. Server 6. Es kommt gefühlt so alle, wie viele Monate? Alle 4 Monate? Nee, 4 Monate ein neuer Server? 5. Alle 5 Monate, okay. Das heißt, wir müssten auf 24. Ich sag 2015 kommt das. Warte mal, lass mal überlegen. Dann sind wir jetzt bei S7. Also, warte mal, S7 kommt wahrscheinlich im Januar. Warte mal, Leute, heute ist der 6.
Oktober. Ja, 2015, da kannst du recht hirbeln. Ja, das könnte schon. Du kannst du recht hirbeln. Ja, mit meinem Handy, mit seinem Style. Jetzt machen wir bitte eine Sache. Du weißt ja, dass ich Condi liebe. Kannst du mal bitte die Skill bei Condi auf 4000 hochziehen? Oh nein, nein. Ach komm, come on. Oh, oh. Ich muss das Geld nicht verschwenden. Ja, das ist noch nicht verschwendet, das ist ziemlich lustig. 4000! Machen wir nochmal. Nee, ich möchte den Rest bitte. Oh, ich liebe es. Ja, okay, jetzt reicht's. Nicht zu viel! Bist du wahnsinnig! Okay. Übrigens, Training haben wir auch ziemlich oft gemacht. Können wir ja auch noch. Oh nein. Da also, ja, wir haben ja auch alles, ne? Fähigkeitsbooster. Ist Fähigkeitsbooster an? Ja, ne? Ja, oder? Aber nur auf 25. Ich frage mich eigentlich. Oh, warte mal. Pass mal auf, warte mal. Das du? Möchte ich jetzt ich aber gehe jetzt. Bitte machen. Ich möchte jetzt mal bitte. Fähigkeitsbooster plus 50. Zack. Nein, lass das, nein. Ja, ich möchte das jetzt. Doch, bitte. Let me do it. Ja, jetzt sind wir geil geskillt. Schau dir das mal an, ey. Lecker. Sehr gut. Lass mal einen Kampf machen. Lass uns einfach mal einen Kampf machen. Wir sind Stufe 217. Wir machen einfach mal einen Kampf. Nachdem wir jetzt schon lange nicht mehr gekämpft haben. Darf ich mal kurz was trinken? Du darfst so viel trinken, wie du möchtest. Okay, wir sind hier level-wise auf 200 und... Okay, danke. 17. Das heißt Rang 319 und von der Ehre her stehen wir auf 255. Ui, das ist aber gut. Immerhin. Pass mal auf. Sind vor einem fliegenden Holländer, Leute. Flying Dutchman. Wir greifen mal Trilolux an. Das machen wir jetzt einfach mal. Wie sieht das aus? Müssen wir aber easy von der Platte fegen. Auf also allen Welten inaktiv. Oh nee, das macht man nicht. Nein, man kämpft niemanden. Man greift niemanden an, der inaktiv ist. Nein, das tut man nicht. Wen gibt's denn noch? Leute, ich habe doch mal mein Beep-Profil gehabt und ich habe neulich mal vorbeigeschaut. Ich hab 200 verpasste Kämpfe. Oh, die hat so ein bayerisches Dünn. Boah, das sieht man. Jawohl, Amanda King. Ja, servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Ja, okay, schauen wir mal, ob das was wird. Leute, nichts gegen Bayern. Boah. Bayern ist wir sind extrem gut in der Ehre, aber sie ist... Oh. Ach, die schenkt uns aber was ein. Ich glaube, da war keine Chance gerade. Yeah. Oh, Alter, aber das könnte eine Gabe noch werden. Cooles, ich finde es gleich. Ja, sieht ziemlich schäffig aus. Irgendwie sieht es witzig aus. So kommt morgen unsere Lehrerin rein. Ich bin zwar kein Oktoberfest-Fan, aber das ist ja mehr. Warst du schon mal auf dem Oktoberfest? Gaudi aus. Nein, ich werde da wahrscheinlich auch nicht hingehen, weil mir ist das irgendwie zu dämlich. 28 Kämpfe? Oh Jesus. Aber warte mal. Oh ja, aber schon, das ist ja schon lange. Oh, man sieht, dass wir schon lange nicht mehr da waren. Aber in Summe haben wir eher gewonnen als verloren. Okay, soll ich den Taschenrechner rausholen oder möchtest du es? Nö, passt schon. Man kann das ja, glaube ich, nach unten scrollen und dann wird, glaube ich, angezeigt, wie viel man insgesamt... Lösch mal alle. Alle Kämpfe. Gersti hat gegen uns gekämpft. Gersti? Dass wir gegen den verlieren, ist ja klar. Gersti war doch, glaube ich, auf Server 6 die Nummer 1, ne? Aber von der Stufe her, lösch mal alle. Ich möchte die nicht sehen. Ich bin ziemlich dämlich. Wie lösche ich denn alle? Achso, alle. Ah, alle löschen, okay. Okay, alles klar. Okay. Und wollen oder können wir nochmal auf Server 3 schauen? Sehr gern. Zu die Hanky. Da schauen wir jetzt gleich mal hin. Yay. So, nee, du darfst anmoderieren, die du bist. Jo, wir sind jetzt auf Server 3. Das heißt, wir sind von S6 auf S5 und jetzt sind wir auf S3. Und der Hank Nummer 1. Immer noch in meinem Lieblingsteam, Uto. Pi. Ach, das ist doch noch aus der Osterzeit. Naja, der Henk ist eben schon ein bisschen länger dabei. Und mein Lieblings-Item, ich weiß, ich habe schon 5000 Mal erwähnt, gemacht, bitte drauf. Die wunderschönen Gummistiefel des Astrids. Und wie sieht's denn aus? Welches Level bin ich denn? Level ist klar, 211, aber lass doch mal schauen, bitte. Wo ich denn hier so stehe. Sieht okay aus. Von der 700. Wo steht denn der Höchste? Schau mal bitte auf. 307. Alter, 357. Alter, ich habe mich gerade ziemlich erschrocken. Das ist ja der Wahnsinn. Boah, Deathman 310. Langeweile. Aus dem Fight Club. Nein, ich habe keine Langeweile. Oh mein Gott, wie viel Schräg sind Widget, der auch noch spielt. Siehst du das? Ach du meine. Ne? Okay, der hat scheinbar auch keine Langeweile. Okay. Keine Langeweile. Und kein echtes Leben. Deathman, wir grüßen dich. Geh doch mal wieder raus an die frische Luft. Für den Fall, dass du es noch nicht mitbekommen hast. Oh mein Gott, Luft, nein! Der Sommer ist vorbei. Ob du es schon mitgekriegt hast? War Sommer?
ob du schon mich gekriegt hast, ist, wir sind noch nicht mehr 1900, wir sind mittlerweile schon 2000. Ja, und schau doch mal bitte, noch mal bitte ins Ranking, wo steht denn mein Team? Wo steht denn Team Utopie? Utopie. 7! Platz 7. Very, very good. Very es gibt good. Immer noch welche, die nicht ganz, ach so, Zwinger. Ja, Zwingerclub. Die fand ich ja früher mal sehr geil, Zwingerclub. Aber die haben immer noch nicht Vollausbau, weil die haben... Nichts auf der Fach. Ja, das ist so geil, echt, ey. Nacki-Spatz. Mit der hatte ich mal gechillt, die war sehr nett. Die ist 73. 73, Leute. Oh, und so eine Skillung. Oh, Alter, unglaublich. Warte mal, der King? Nacki-Spatz. 229. Das geht aber noch eigentlich. Bist du gut geskillt und voll der Bringer, mach dich auf den Weg in unseren Zwinger. Gut geskillt und Aktivität ist uns wichtig. Traurig. Schon traurig, dass keiner auf mein Level-Niveau es wagt, mich anzugreifen. Nur Noobs, die höher im Level sind. Ja, das ist das Schicksal der erfolgreichen, gut aussehenden Frauen, die Gurkenmasken tragen. Nattispatz. Okay. Oh, mich hat jemand angegriffen. Hallo? Hast du Probleme? Sowas. Ah, das oh, ein gewisser Luke Lipaluma. Wer ist das? Grüß ja, den Gott. Den kenne ich aber. Grüß die Gott. Das Team, okay. Die Superhelden. Oh. Okay. Okay, lass mal schauen. Pro-Penner. Der Pro-Penner. Ja, Penner allerdings, ja. Voll der Penner. 260. The Rebels. Aber Red verloren gegen okay, mich. Okay, welche Schau, ich will dir die Maus. Noch mal ganz kurz sehen, was im Team los war. Eine letzte Sekunde. Dein Team, was war los? Gegen Tenacious D. Okay, wie sieht's aus? Oh Gott, ich hoffe, ich war gemeldet. Ja, ich war gemeldet. Ich springe mal ganz kurz zu meinem Melden. Der Hank gegen Miranda. Naja, ich überspringe mal bis zum Ende des Kampfes. Und yes, we won. Super Mega Ball und den Bandenkampf. Den haben wir nie im Leben gewonnen. Das ist irgendwie, finde ich, ganz ehrlich, Bandenkampf fand ich nie so richtig cool. Die Silberelfen, ach wie süß. Die gehören aber noch mehr auf einen Lego Herr der Ringe Server, oder die Silberelfen? Carpe Diem, sehr cool. Cooles Logo übrigens auch. Manche haben übrigens ziemlich beschissene Logos, finde ich. Aber Utopie eher nicht. Boah, wie viel denn noch? Utopie hat ein cooles Logo. Ich mache mal ganz schnell, zack, den Chat weg. Hier, das ist das Utopie-Logo, finde ich sehr, sehr cool. Und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß auf unserem kleinen What? Besuch wieder in der Hero Warte mal Zero ganz kurz, Welt. Ich möchte mal ganz kurz das Wappen von, von den Seelenfressern, finde ich so die cool. Die Seelenfresser ist auch ein geiler Name. Das ist so toll. Die Geschichte ist cool. Ach nee, die ist es nicht mehr. Blitzmaus ist unser Maskottchen. Wer ist denn Blitzmaus? Ist das ein Player? Story, oder das ist cool. Als die Wilde aus den Nebeln der Schöpfung trat, entschieden sich einige hungrigen Seelen, als sie diese Welt von oben herab betrachte, dass es nötig wäre, ein Team zu gründen. Diese hungrigen Seelen nehmen aus dem Kreise der Helden dieser Welt viele in ihre Reihen auf, sodass es nun 30 wahre Seelenfresser gibt. Jo, auf jeden Fall eine wirklich coole Beschreibung. Hank lacht schon hier in sich. Boah, weil mir keine Luft mehr, weil ich so komisch gesprochen habe. Ja, wie auch immer. Ich hoffe, dass ihr die Daumen nach oben und das Abonnieren nicht verpasst. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Tag.